Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute, wie man eine Seilpuppen bindet und was man damit macht. Für den allgemeinen Transport, wie auch im Rucksack, bindet man das Seil am besten zu einer Seilpuppe. Ich beginne am Seilende und lege das Seil in armlangen Schlaufen über Hals und Schultern. Meine Daumen dienen dabei als Seilspule. So werden alle Schlaufen gleich lang und können sich weniger leicht ineinander verheddern. Bei ca. 2 Metern Seilrest nehme ich das Bündel in der Mitte und wickle den Seilrest spiralförmig von unten nach oben um das Bündel, bis noch ca. 1 Meter Seil übrig ist. Dieses stecke ich als Schlaufe zunächst durch das entstandene Öhr des Bündels und lege anschließend eine Schlaufe über das Bündel und ziehe die Schlaufe mit dem Seilende fest. In einer Gletscherseilschaft kann ich das Restseil ebenfalls zu einer Seilpuppe binden und anschließend am Rucksack verstauen. Dazu nehme ich das Seil von meinem Butterfly-Knoten zum Ende hin in meiner Hand auf. Die Schlaufen sollten nicht zu groß und gleichmäßig sein. Unter meiner Deckeltasche ist die Seilpuppe und somit mein Restseil jederzeit griffbereit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.